Hallo zusammen, herzlich willkommen zur nächsten Runde Battletech. Und wie beim letzten Mal gesagt, spielen wir diesmal einen Flashpoint. Ich hatte ja gesagt, dass ich diese Zwischenmission, also auf dem Weg dahin, ohne Aufnahme spiele. Das habe ich gemacht und ja, da habt ihr auch echt nichts verpasst, denn das war ziemlich langweilig. Keine besonderen Missionen, keine besonderen Mechs oder Sachen, die ich erbeutet habe. Ja, ich bin einfach, ich zeige euch das mal hier direkt auf der Star Map. Ich bin halt von da oben, glaube ich, erst hier hingesprungen, dann dahin gesprungen, hier nochmal mit so einem Reisevertrag, also hier mit dem Reisevertrag, da nochmal, da war aber dann nur Quatsch irgendwie an Mission. Und dann jetzt letztendlich hierhin auf Hero Titus und ja, eigentlich hier total easy auf dem Planeten. Ich glaube, wenn man hier Contracts guckt, dann ist hier auch nichts Spannendes. Also ich meine, das ist ja gar nichts an Schwierigkeit. Aber deswegen sind wir auch eigentlich gar nicht hier, sondern um diesen Flashpoint zu spielen. Der Flashpoint müsste von der Schwierigkeit auch locker gehen. Nochmal kurz die Mechs checken. Weil ich weiß immer vorher nicht, geil, Urban Mech. Ich weiß immer nicht genau, was dabei kommt. Also da, man kann ja so Flashpoint-Entscheidungen treffen. Ein paar Mechs sind noch in Reparatur, das ist aber egal, wir haben hier genug. Man kann so Entscheidungen treffen und manchmal ist aber auch, dass sich eine Mission direkt anschließt. Da kann man dann irgendwie gar nichts machen und deswegen bin ich da lieber immer in der Regel recht gut vorbereitet. Also habe genug Mechs, die irgendwie funktionieren. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Für Haus Steiner. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das die. Also das heißt ja. Okay, einfach, dass es auch. Genau, hier steht auch, man sollte zwei volle Lanzen haben. Für diesen Flashpoint, damit da auch alles easy geht. Guck mal, einen Rare Mech kriege ich sogar. Ich soll hier so einen besonderen Solaris Gladiator irgendwie killen, der wohl hier ich weiß nicht, den Steiner Kommandanten, irgend so einen Typen halt, getötet hat. Oder hier so General ist das. Naja, und das machen wir auch auf jeden Fall. Schwierigkeitsgrad okay, also ich glaube nicht, dass das, weil die erste Mission oder den ersten Flashpoint, das war auch hier für Lurantius Commonwealth für Haus Steiner mit dem X-Men-Mech. Da gibt es nämlich so einen Flashpoint, der sich anschließt und dann bekommt man hinterher, meine ich, den Mech. Ich weiß nicht, ob das das hier ist, glaube ich eigentlich nicht, aber gucken wir mal. Ja, okay, das wissen wir ja schon. Okay, und auch noch hier total unehrenhaft alles und so. Okay, er möchte den Kopf von dem, wir sollen ihm den bringen. Jetzt sagen wir, oh, hier, sorry für das Dings. Und wir sind natürlich geehrt, dass wir helfen dürfen. Okay, gegen Bogdan Tapps, ein Solaris 7 Gladiator. Aber er nennt sich selbst The Steel Beast. Ja, okay, auf jeden Fall, der hat so getan, als wäre der Freund von dem und freundschaftlicher Wettbewerb und bla bla. Und ja, dann hat er den einfach fertig gemacht, in eine Exekution das alles verwandelt. Okay, man weiß nicht hier, Dr. Murat hat gefragt, ja, hat das vielleicht jemand bezahlt, dass das sowas wie ein Mordanschlag war oder so? Er sagt, weiß er nicht, ist ihm aber eigentlich auch egal. Er will den einfach nur fertig gemacht haben und soll da hier mit seinem eigenen Leben bezahlen. Und wir sagen jetzt, okay, wenn du ihn in die äußere Peripherie irgendwie locken kannst, also dahin, wo wir halt gerade sind, dann machen wir das. Okay, kann ich nicht, aber ihr könnt das. Okay, Ironwood Productions ist der größte Sponsor von dem Typen wohl. Und die haben hier eine Holovid-Fabrik. Okay, und es gibt irgendwie so ein Fan-Event und wir sollen jetzt dieses ja, Event wahrscheinlich crashen, also irgendwie sein Retinue, sein Gefolge und so fertig machen. Das heißt, wenn wir die Supporter fertig gemacht haben, sollen wir dann dieses Teil da einnehmen. Ah, okay. Und dann sollen wir eine Challenge ausrufen, weil das ist ja ein Holovid Broadcasting-Ding, sowas wie ein Fernsehsender, der wahrscheinlich interplanetar funktioniert. Okay, und der Typ, der kann, ist so ähnlich wie Robin Hood, wenn man sagt, hier Bogenschützenwettbewerb, da muss der da hinkommen und so ist das da wohl auch. Und wir werden ihn dann töten, sagt der Typ nochmal. Ja, okay. Und jetzt sagt sie hier nochmal so, ja, meinst du wirklich, der ist so blöd und fällt darauf rein? Und er meint, ja, wir müssen einfach nur laut, also ist klar deutlich genug machen.
Solaris Gladiatoren sind ja alle irgendwie gleichen und es geht bei denen immer nur um ihren Ruf und so. Und deswegen kann der das eigentlich gar nicht, ja, refusen. Also der kann da gar nicht absagen oder nicht kommen, weil, ne, ist ja eine Frage der Ehre und so. Okay, ich weiß nicht genau, ob ich hier wirklich die Beute hochsetzen will. Machen wir mal trotzdem ein. Kohle haben wir nämlich echt genug. Ach, scheißegal, dann können wir die Beute auch auf Maximum. Wobei, viel Loot, aber trotzdem nur drei Dings. Wir machen mal so, dann kriegen wir ein bisschen mehr Ruf bei Haus Steiner. Ist vielleicht nicht schlecht für Folgeaufträge. Ich hatte hier ein paar Mal den Phoenix Hawk eingesetzt, weil die Missionen so relativ easy waren und ich habe die ganzen Sekundärpiloten mal ein bisschen hochgezogen. Also ihr seht das hier, wie die Werte sind. 7er Bereich, hier die ganzen Elite-Leute habe ich immer mal nicht so eingesetzt. Weil ich dachte, okay, wenn da schon solche albernen, lahmen Missionen da sind, dann nehmen wir hier ja quasi mal so die zweite Wahl und machen es uns da mal so ein bisschen, ja, nicht einfach, aber für die einfach, damit die auf jeden Fall leveln können, ohne dass sie sterben. Irgendeiner ist durch einen AK-10-Kopftreffer gestorben, einer von den recht guten Piloten. Weiß ich gar nicht, ob das beim letzten Mal war oder dazwischen. Naja. Ich werde mal den neuen Grasshopper einsetzen anstelle vom Phoenix Hawk, weil ich meine mal lieber auf Nummer sicher gehen. Also wir sind ja eigentlich mega fett aufgestellt. Der Rifleman hier gefällt mir ziemlich gut. Der kann eigentlich dasselbe wie, nicht wie der, sondern wie der andere Marauder, den ich gebaut habe. Oder auch wie dieser Warhammer, den ich hier irgendwo habe. Der Davion Warhammer. Einfach mit 2 PPK, 2 Laser und die ganze Zeit ballern. Ich finde, der funktioniert recht gut. Hat halt nicht so mega viel Panzerung. Ist ja auch nur ein 60-Tonner. Aber ihr seht es hier. 1600, okay, 1080, naja, 1200. Also panzerungstechnisch sind wir gut dabei. Waffentechnisch auch. Der Highlander hat alle, eigentlich von allem ein bisschen. Hier ist so Mittel- und Nahdistanz, hier auch. Und der Grasshopper ist halt ein Nahkämpfer. Mit super vielen MGs und ja, das wird schon. Kleinen Moment. Bin ich jetzt mal gespannt, weil ich meine, also ich hatte das ja irgendwie ungefähr einmal, nein, ein paar Mal erwähnt, dass ich nur irgendwie einen Flashpoint oder so gespielt habe oder zwei. Ich habe hier in dieser Kampagne auch schon einen. Ah, okay, auch schon einen gespielt, aber also den mit dem Hatchetman habe ich, dann habe ich einen gemacht mit diesem blöden Haus Kurita-Spackos, wo ich quasi das eine Mal umsonst arbeiten musste, den habt ihr aber auch im Video gesehen. Und ja, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich finde eh schade, das ist eine Mission, die ich super gefeiert habe, bei MechWarrior 2 Mercenaries, das ist ja schon echt lange her. Da gab es aber eine Mission dann irgendwann, da konnte man halt nach Solaris 7 und dann konnte man nämlich so Gladiatorkämpfe machen und ist quasi in so einer Art K.O.-System immer weiter aufgestiegen oder so. Das fand ich mega geil. Soweit ich das gesehen habe, gibt es sowas hier nicht. Also es gibt zwar Solaris 7 tatsächlich als Planet, aber ich meine, da wäre nichts Besonderes an Events. Und bei MechWarrior 5 Mercenaries meine ich auch nicht. Da ist auch nichts mit Solaris. Und das ist echt schade, weil das einfach super geil ist. Das war super cool gemacht in dem Spiel. Kann sein, dass bei MechWarrior 4 nochmal war. Ich weiß nicht genau. Naja. Ich habe gerade auf jeden Fall gedacht, als ich das Zeichen hier von denen gesehen habe, nicht nur Mech-Loot wäre hier geil, sondern cool wäre, wenn wir denen das hier, dieses Zeichen da klauen könnten. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ich weiß auch nicht, vielleicht wäre es auch mal an der Zeit, unser random gewähltes Zeichen hier, ich habe einfach irgendwo hingeklickt da, mal zu ersetzen. Ich meine, ich habe mich inzwischen dran gewöhnt, aber wenn wir uns mal hier das Bemalschema, das Camo von meinen Mechs ansehen, mit diesem Weiß und Metallblau, ja, keine Ahnung, was das hier mit diesem Zeichen zu tun hat, eigentlich so gar nichts. Übrigens auch super geil, einen Schuss abgekriegt und direkt einen Kopftreffer. Ist doch voll kacke, das heißt, der fällt jetzt wieder für eine Zeit aus, aber naja.
Jetzt stehen die Gegner auf jeden Fall besser, deswegen habe ich gerade abgewartet und ja, welches Ziel kann hier nur das erste sein? Eventuell das Fahrzeug natürlich, wenn es ein Schreck oder sowas ist. Aber so wie die hier gerade stehen und da er hier nichts dran hat, wird es natürlich dieser Archer sein. Der ist auch nicht komplett aufgepanzert, so wie der Marauder auch nicht. Trotzdem, wir werden natürlich jetzt zuerst den Archer nehmen, der steht da ganz gut. Ja, und ich treffe ihn auch gut. Ich hätte auch die besseren Piloten wieder einpacken können. Jetzt habe ich wieder noch teilweise die nicht so guten gelassen. Aber ihr habt es ja gesehen, wirklich schlecht sind die jetzt ja auch nicht. Na, komme ich hier nicht zum Direktschießen mit dem. Doch, hier hin. Und dann sekundär die LSR. Okay, machen wir so. Beziehungsweise so muss ich so viel klicken. Archer 2 ist das die Variante mit den LSR 15. Muss ich gleich mal gucken. Ist auf jeden Fall nicht der Standard. Ja, mit den LSR 15 KSR 4. Also ein bisschen so, wie ich meinen auch gemacht hatte. Ich habe ihn jetzt ja komplett auf LSR gemacht. Was ich, also ich meine, der rockt echt. Ist schade, dass er noch kaputt ist gerade. Tja, mit dem Grasshopper sollte man eigentlich springen und dann. Oder nee, das werden wir mal hier machen. Direkt ganz aggressiv nach vorne und dieses Fahrzeug hier angehen. Ja, ist ein Schreck. Dann kriege ich, na, wobei mit den paar Lasern nur. Normalerweise ist ein Grasshopper mit einem schweren und einigen Medium-Lasern ausgerüstet. Ihr seht, dass ich hier anders gemacht habe. Ich habe zwei schwere genommen, weil ich mir dachte, okay, auf den Distanz immer die schweren. Ihn noch hier für Spaß mit dabei. Und eigentlich aber immer rangehen, alle MGs ballern und natürlich Nahkampfangriff. Ist auch genug Munition dabei. Aber auf die Distanz, ich werde den jetzt wahrscheinlich nicht kaputt kriegen. Ja, wobei vom Schaden 40, 80, wenn ich alles in der Front treffe und nicht den Turm, dann ist der doch weg. Mal gucken. Geil. Wäre er eh nicht gewesen, weil er in Deckung ist, aber habt ihr direkt gesehen, erster Schuss Laser sofort daneben. Völlig behindert. So, dann werde ich den Marauder, der steht da nicht gut. Aber ich ziehe ihn trotzdem dahin. Und werde den Beschuss aufteilen. Ach nee, das ist der, der das nicht kann. Sehr geil. Ich werde jetzt aber trotzdem. Ich würde echt gerne hier drauf gehen, aber der Schreck, das sind halt 3 PPK, die dann jetzt direkt weg wären. Ich muss auf den Schreck gehen. Oh nein, und der hat noch nicht mal kaputt gekriegt. Oh Gott. Das ist halt genau das Ding immer, was ich schon mal gesagt hatte. Den hier hätte ich jetzt höchstens durch Glück in der ersten Runde ausschalten können, wenn wirklich alle die gleiche Lokation getroffen hätten oder auch Kopftreffer oder so. Aber so einen Panzer, den kriegt man eigentlich relativ gut raus. Nur halt nicht so, wenn man nicht so wirklich trifft. So, wir machen jetzt mal Folgendes und gucken mal, wie der Grasshopper im Nahkampf so ist. Jetzt blöd ist nämlich die Seitenlokation, hätte ich da vorspringen sollen. Ich nehme mal die beiden, ne, ich nehme nur einen. Aber eigentlich geht's mit der Hitze, ich nehme gar nichts weg. Einfach Vollgas. Geil mit dem ganzen MG-Feuer. Cool, dass dieser Grasshopper so viele Aufhängungen da hat. So, jetzt muss ich mal gut überlegen. Also wir gehen natürlich erstmal weiter auf den Archer. In sich könnte man den Rifleman schon fast stehen lassen. Oder wir gucken, dass wir da noch ein bisschen Evasion dran kriegen. Nein, kann ich nicht sehen. Ich komme nirgendwo in Deckung. Das ist ein bisschen blöd. Aber diese Schadensreduktion hätte ich schon gerne. Oder ich gehe einfach mal ganz aggressiv nach vorne und nehme dann hier Vigilance. Nee, noch besser. Ich mache erstmal Reserve. Und guck mal, was die so machen. Weil zwei Evasion-Marker sind noch dran. Geil. Ich glaube, da hat mich eine Rakete getroffen. Finde ich gut. Ja, steht da mit einem Evasion-Marker noch zentraler als vorher. Das ist ziemlich bescheuert. Hier auch geil wieder zu sehen, der reduzierte Schaden, den ich nur krieg wegen dem Marauder. Okay, jetzt haben wir hier zwei super Ziele, weil auch er steht jetzt ohne Deckung einfach mittendrin. Trotzdem werden wir auf den Archer gehen. Okay, dann bleibe ich doch auch stehen. Alter, 90% Trefferwahrscheinlichkeit, der ballert voll daneben. Okay, jetzt kann ich hier nach hinten gehen.
und beide im Laser mal gekrittet, aber es macht eigentlich nichts. Gehen einfach weiter nach vorne. Ich meine, sollen sie auf den Highlander schießen, der hat die meiste Panzerung von allem. Konzentriere mal das Feuer hier, mögliche. Also eigentlich sollte er jetzt kaputt gehen, wenn ich jetzt nicht wirklich komplett nur die Beine und sowas treffe. Da war ein Center-Hit. Ja, das war's. Irgendwas mit zwei PPK dahin. Könnte auch ein Rifleman sein. Es gibt nämlich einen dieser Variante. Kann aber alles Mögliche sein. Okay, auch hier haben wir den Coolant Vent. Habe ich leider außer Reichweite für die MGs hier aber nicht. Okay, dann würde ich sagen, ab nach vorne. Mal kurz was gucken. Okay, bräuchte ich sogar den Coolant Vent noch nicht. Machen wir trotzdem mal, weil kostet ja nichts. So, jetzt reduziere ich nämlich ultra krass Hitze. Wenn ich jetzt schieße, hier seht ihr, habe ich fast keine Hitze. Ich werde trotzdem Vigilance anmachen, einfach damit er ein bisschen tankiger noch ist. So, und jetzt alles drauf. MG ist natürlich eigentlich Quatsch gegen Max, aber hier ist halt cool, dass es so viele Schuss hat und so streut. Also wenn Mac offen ist oder so, ist das nicht schlecht. Dann muss ich nachher noch mal gucken. Mich würde nämlich mal interessieren, MG macht 5x3 Schaden, also 15 Schaden maximal pro Teil. Ist natürlich weniger als so ein Medium Laser, ist auch sogar weniger als ein Small Laser. Möglicherweise macht das irgendwie noch ein bisschen Stability Damage, aber auf jeden Fall bei 6 Stück mal 15 haben wir 60, 90 Schaden. Ohne jegliche Hitze, ist natürlich geil, ist halt nur wenig Reichweite. Aber naja. So, Marauder, wir gehen ein Stück näher ran, weil warum auch nicht? Hier schmeißen wir auch Coolant Vent an, weil wir komplett weiter mit allen Waffen schießen wollen. Wenn der hier weg ist, dann stehen wir schon mal gar nicht so schlecht da. Der Schreck hat nämlich im Prinzip gar nichts gemacht, der Archer auch nicht. Der Marauder auch nicht wirklich. Schade, hier habe ich keinen Coolant Vent, da wäre es eigentlich das Wichtigste. Naja. Oh, nice. Mit der PPK in den Kopf. Super Beute, Mexo. Kann man komplett erbeuten. Wir sind ja auf 3,15 hoch oder auf 3, ja doch, 3, nee, 3,9, 3,12 hochgegangen. Also auf jeden Fall kann ich drei Dinger anwählen, was sehr cool ist. Ein Enforcer da oben. Ja, das könnte echt der Rifleman mit 2 PPK sein. Weil ja vorhin von da hinten von einem Mac 2 PPK gekommen sind. Ja, ich wüsste nicht, was es sonst sein kann. Zumal der 65-Tonner mit 2 PPK gibt's, glaube ich, nicht. Bin ich ganz sicher. Geil, Junge. Dafür ist es ein kalten Grasshopper. Hoch. Und Vollgas. Ist nicht schlecht, ist aber halt auch nicht total geil mit den MGs. Also wahrscheinlich ist man mit dem Nahkampfangriff mit den MGs dann noch besser dabei? Ah, ich weiß nicht so recht. Da könnten wir den schon angehen. Nö. Machen wir schön einen nach dem anderen. Gehen wir erstmal auf den Enforcer da oben. Auch wieder ein Kopftreffer. Mega. Tja, zweite komplette Mech, die man erbeuten kann. Aber da wir nur drei Teile auswählen können, müssen wir halt Glück haben, dass die uns entsprechend zugeteilt werden. Ansonsten wären das jetzt halt schon zwei Beute-Mechs. Zwei vollständige. Ich werde mal mit dem Rifleman eine Runde Hitze abbauen. Ja, recht gehabt, da ist er. Das ist quasi der gleiche wie der hier, der 4D, meine ich. Ja.
Der ist sogar noch krasser ausgerüstet als meiner. Der hat zwei PPK und zwei Large Laser. Ich habe zwei PPK und zwei Medium Laser, aber wesentlich mehr Panzerung, selbst wenn der voll repariert wäre. Heißt, es ist auch wieder ein super Primärziel. Kann zwar nicht explodieren, aber mit so, also selbst wenn der auch voll gepanzert ist mit nur 600 Punkten, ist das echt wenig. Deswegen sowas immer gerne direkt wegfokussen. Ah, okay. Da haben wir den 65-Tonner mit 2 PPK, die K2-Variante vom Katapult. Auch ziemlich geil. Ist halt komisch, weil ich meine, Katapult ist ja eigentlich was, was Raketen irgendwo drüber schießt, hat er halt komplett gar nicht mehr und hat halt nur diese Direktschusswaffen. Aber eine ziemlich geile Variante. Also der ist eigentlich, hier weiß ich nicht, aber im Brettspiel in der Lage, immer sich recht gut zu bewegen und beide PPK zu schießen, ohne wirklich Hitzeprobleme zu kriegen. Das ist gar nicht schlecht, das Teil. Aber, ah ne, jetzt kriegt er noch nicht auf Schnauze, er kriegt auf Schnauze. Abes Bein und Center zerstört. Und tschüss. Was haben wir denn da? Vielleicht ein Thunderbolt mit den LSR. Gut getroffen. Ist das unten? Ja. Oh ne, ein Jäger nicht. Okay. Oh, die geile Variante mit. Nee. Doch, die geile Variante, den hätte ich gerne. Habe ich, glaube ich, zwei von drei Teilen hier schon. Finde ich, ist nämlich, also ich finde Jägermech eh ganz cool, aber der hier, also mit 2 AK-2 und 2 LSR-15, ist ein mega geiler Feuerunterstützungsmech, weil er eine riesen Reichweite hat und einfach auch schon ordentlich Schaden macht. Er hat zwar auch wenig Panzerung, aber den kann man eigentlich so weit hinten stehen lassen oder eben, der steht hier eigentlich genau richtig. Leicht erhöht, super in Deckung, 40% Schadensreduktion dadurch, also im Wald und hier eingegraben. Und dann ballert der einfach das ganze Spiel an nur seine fetten Waffen. Das ist ziemlich geil. Auch sowas sollte man immer direkt wegfokussen, weil er halt nicht wirklich viel aushält. Ja, aber jetzt im Moment gehen wir natürlich erstmal hier aufs Katapult, ja, weil wir den jetzt eh schon angefangen haben, weil ich mit den anderen Mechs nicht bis zu ihm da hinten wahrscheinlich jetzt gleich komme. Wir schalten einen Laser aus. Oh, cool. Munitionsexplosion, nice. Leichter als gedacht. Okay, ich komme doch hin, aber wahrscheinlich nicht mit allen Waffen. Gucken wir mal. Nee. Zumindest schon mal ein bisschen. Immer sehr cool, wenn man die gleiche Lokation mit zwei so fetten Waffen trifft. Das ist wieder der blöden KI geschuldet. Mit so einem Mech geht man nicht auf einen Grasshopper zu. Sondern natürlich weiter von dem weg. Weil sonst kommt der Grasshopper ran und macht einen kaputt. Genau an der Grenze zum Überhitzen gewesen. Schade, noch eine Runde Abklingzeit. Schießen wir Medium nicht. Und ich schätze, jetzt ist er kaputt. Na, wer hätte das gedacht? So, und ich glaube, das war schon. Also wir haben diese Retinue, also das Gefolge und die Verstärkung. Aha, ja, hast du super gemacht, genau, und ich habe das alles auch aufgenommen, cool, okay. Und das sollen wir jetzt senden, alles klar. Refits und Repairs. Ah, okay.
Jetzt sagt er, nee, gibt hier keine Repairs, geht direkt weiter. Ja, okay. Ist in Ordnung, wir haben nicht wirklich was eingesteckt. Kohle natürlich nichts, war ja klar. Kacke mit dem Grasshopper. Okay, der hat doch ein bisschen was eingesteckt. Hälfte Panzerung weg. Ah, ist jetzt schon scheiße mit nicht reparieren. So, und supergeile Beute. Also wir haben im Prinzip jetzt echt hier freie Auswahl. Und haben halt, wo war es hier? Der Enforcer ist komplett da, also alle drei Teile und der 3D-Marodeur. Ich werde so machen. Ein Teil Jägermech, denn das ist der mit den AK-2 und ich sagte ja, zwei Teile habe ich schon. Dann habe ich den nämlich komplett. Und dann nehmen wir zwei Marodeur-Teile, dann haben wir den nämlich auch komplett wieder, weil ich noch einen Teil hatte. Und alles nice. Hier so ein K2-Katapult wäre auch nicht schlecht, aber ich sag mal, der kann nichts, was der Marodeur nicht kann. Das ist natürlich eine ultra geile Waffe hier. Mit den 3 Plus. Und die auch. Oh mein Gott. Haben wir noch irgendwas? PPK nicht schlecht, aber ja. Ich glaube fast, also auch wenn ich jetzt nicht einen kompletten Mech habe, aber diesen Large Laser mit den 3 Pluspunkten, den muss ich nehmen, weil plus 10 Schaden, der macht dadurch nämlich fast so viel Schaden wie eine PPK. Plus Genauigkeit, das ist schon ziemlich geil. Okay, ich habe sogar alle Marodeur-Teile gekriegt, lustig. Ja, geil. Zwei Mechs komplett. Indirect Fire Support, Dish Out Damage, aha, Low Oral Focus Damage. Ja, der normale Jägermech hat nämlich 2 AK-2, 2 AK-5 und irgendwie Laser oder irgend so ein Kleinkram. Genau, und der gibt halt die AK-5er auf für LSR-15er, aber halt super geil. Ja, und 3D-Marodeur ist halt wahrscheinlich die effektivste Marodeur-Variante, weil der. Also es gibt noch so eine komische, die hat irgendwie eine PPK, einen Laser AK-5, völliger Blödsinn. Aber der hier ist halt geil, weil er genau nur die Autokanone nicht mehr hat. Er hat halt seine 2 PPK, 2 Medium. Ich glaube, der Warhammer war das mit 2 PPK, 2 Medium, 2 Small. Und ja. Der kann die halt die ganze Zeit schießen und hat genug Panzerung, das ist nicht schlecht. So, der 6A bleibt auf jeden Fall, den werden wir uns schön ausrüsten nachher. Ich habe schon zwei Marodeur, einmal den normalen, einmal den D, wobei ich den normalen auch fast so equipped habe hier. Nee, stimmt überhaupt nicht. Der hat die Laser und AK-5. Jetzt die Frage, dritten Marodeur, da müsste ich irgendwas rausschmeißen. Frage ist was, man könnte den Rifleman rausschmeißen, weil er eigentlich dasselbe macht wie der Marodeur, nur in alles 10 Tonnen, also 15 Tonnen weniger. Der Rifleman sieht cool aus, den behalte ich lieber. Die sind geil. Er ist ein bisschen anfällig. Die beiden bleiben aus Prinzip drin. Victor, na, die Banshee könnte man rausschmeißen, weil die eigentlich so geil gar nicht ist. Ja, wir schmeißen die Banshee raus. Tschö. Ist zwar ein bisschen dämlich, weil es einfach so ein super fettes Teil ist. Okay, Consecutive für Deployment. Das heißt, direkt nachfolgender Einsatz, aber. Geil, ich kann die Mechs trotzdem austauschen, ohne Reparaturen zu machen. Okay, easy game dann. Weil dann machen wir das natürlich auch. Also zumindest hier den Grasshopper, weil bevor der hier. Ich sehe gerade, der wird sogar wieder aufgepanzert. Dann könnte man auch weiter einsetzen. Hat er nämlich nur leichte interne Schäden wohl. Aber. Müssen ja kein Risiko eingehen, machen wir nicht. Die haben natürlich noch keine Waffen, die haben wir gerade erst erbeutet. Der Rifleman-Pilot wird ausgetauscht, weil er nämlich verletzt ist. Da setze ich jetzt so einen rein, der auch hier dieses Heat-Coolant-Vent-Ding hat, weil es einfach in dem Mech total sinnvoll ist. Eigentlich ist das überall sinnvoll. Hier, ich habe noch einen, aber der ist nicht so geil. Die haben es alle, er hat es nicht. Aber der Highlander braucht es eigentlich auch nicht. Okay, ich lasse die hier so. Und wir nehmen als letzten Mech die Schwierigkeit hat sich nicht erhöht, ist die gleiche wie gerade. Jetzt muss ich aber halt diese Basis da einnehmen. Einmal eben gucken, ne, hier war nichts intern oder so beschädigt. Der Kopf von dem auch nicht, war nur die Panzerung. Tja, den zweiten Highlander nehmen, er ist ein bisschen drüber, muss nicht sein.
Assassin wäre mir ein bisschen zu wenig. Phoenix Hawk nehmen. Hat halt kaum Bewaffnung. Man muss ja eigentlich nicht komplett mit den ganzen Assault Mechs da anrücken. Nehmen wir den Black Knight. Ja. Haben wir drei Schwere, ein Assault ist doch in Ordnung. Und geil wäre ja eigentlich, wenn da jetzt noch ein Auftrag dran ist, nämlich der, wo man dann gegen diesen Typen kämpft. Aber ich könnte mir fast vorstellen, dass das dann nochmal ein neuer Flashpoint ist, also irgendwie separat von dem hier. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil ja, keine Ahnung, wann der irgendwo auftaucht. Das war mit dem Hatchetman genauso. Der ist ja, da war ja irgendwie vor was weiß ich wie viel Missionen und dazu den anschließenden, keine Ahnung, wann der kommt. Aber gucken wir mal, was sich jetzt hier so entwickelt. Okay, ich soll das erst scouten und dann da rein. Also eigentlich ist es so wie immer, wenn man so ein Ding zerstören soll. Man soll erstmal dahin und das scouten und genau. Und jetzt gibt es nämlich hier, okay, Turrets und es gibt solche, ja, Garrison Forces oder sowas. Also die jetzt hier halt rumhängen und das Ding beschützen wollen. Okay, zwei relativ easy Mechs. Wir gehen einfach direkt rein. Gehen wir erstmal auf den Turm, weil der hier jetzt gerade eingebuddelt ist. Was haben wir hier noch? 80 Tonner, okay. Ich glaube, wenn ich das gerade richtig gesehen. Ah ne, die sind auch nicht komplett aufgepanzert. Ja gut. So, ja, der geht auch noch mit auf den Turm. Den will ich weghaben, weil ihr seht es hier, die LSR muss man eigentlich nicht unbedingt abkriegen. Hat immer noch nicht gereicht. Der Black Knight kommt da glaube ich nicht hin. Ja, doch, Large Laser, aber ich krieg keinen Schuss. Doch, hier kriege ich einen Schusswinkel. Stehe ich aber ziemlich blöd. Ich glaube, also mit dem Highlander könnte ich es ja easy machen mit den LSR. Das Problem ist, dass ich glaube, dass der Turm zuerst schießt, weil der ist hier in dieser Einser Initiative, aber ich glaube, der schießt direkt zuerst, wenn man in die Einser geht. Also hätte ich ihn gerne davor weg. Okay, ich werde dann tatsächlich jetzt schon mal was hier für ja, ich muss dahin gehen, für Vigilance rausschmeißen, damit der Black Knight ein bisschen geschützt ist. Zikade, okay, die kann ja nichts. Dann gehen wir nochmal mit allen Waffen, ne, gehen wir auf, es ist völlig drüber, aber gehen wir auf Nummer sicher. Gehen wir einfach da drauf. Weil ich möchte einfach diese ganzen LSR nicht haben. Jetzt kann er natürlich den Turm nicht mehr als ersten ziehen, sondern zieht hier einen Victor. Victor immer mit AK-20, auch in dieser anderen Variante, die es noch gibt. Er hat aber zum Glück nicht geschossen, sondern uns nur Sensor gelockt. Finde ich ganz gut. Aber ich kann den Victor jetzt noch nicht wirklich angehen und ihn kaputt machen. Deswegen gehen wir erstmal hier relativ safe hin, schießen sekundär auf den, schießen nicht mit allem da drauf, da werde ich hier, die schieße ich nicht mit, wegen Hitze und eh schlechte Trefferwahrscheinlichkeit. Der Victor gerade auch nicht aufgepanzert, müsste unser erstes Ziel sein, einfach weil man diese AK-20 nicht abkriegen will und weil der Rech sowieso schon relativ anfällig immer ist und mit dieser reduzierten Panzerung natürlich umso mehr. Der hat nämlich einiges an Munition dabei. Bin auch auf jeden Fall mit allen schweren Mechs vor dem dran, sofern er nicht einer von meinen umkippt. Er ist jetzt sogar noch eher dran in der Medium Phase, weil ich das Vigilance anhatte. Jetzt die Frage, wohin? Also noch weiter hier reingehen. Klar, der Black Knight will da eigentlich hin, aber Victor ist eigentlich schon krasser als der Black Knight. Wenn ich hier rübergehe, habe ich etwas schlechtere Trefferwahrscheinlichkeit, aber ich bin auf etwas. Nee, eigentlich ist es egal. Der kommt sowieso ran. Zikade auch, aber die können ja alle nichts. Nee, komm, wir gehen hier voll rein. Habe jetzt nicht auf meinen Resolve hier geguckt. Ja, man hätte sogar gezielt schießen können. Aber egal.
Die werden erstmal alle ignoriert. Ja, ist er im rechten Torso schon offen, genau da, wo nämlich hier Munition liegt. Ja, da seht ihr das, 3 Tonnen Muni. Deswegen sage ich ja, eigentlich hätte man dahin gezielt schießen müssen oder in den rechten Arm, wo die AK-20 selbst ist. Aber ich hoffe halt, dass es auch einfach so reicht. Tja, hier ist die bessere Position. Ne, ist sie gar nicht. Hier wäre die bessere Position, aber da treffe ich ihn nicht. Hier kriege ich eine 2 drauf, kann aber nur die beiden PPK schießen. Hier kann ich die Laser mal mitschießen. Ja, ich gehe einfach hin. Auch der Rifleman ist relativ gut gepanzert. Jawohl. Weg ist die AK-20. Plan ist also aufgegangen. Genau, denn jetzt ist er dran, aber er kann eigentlich nicht wirklich viel Geiles mehr machen. Vielleicht kriege ich ihn sogar gefinisht. Wobei, besser wäre, eventuell auf den Wolverine zu gehen. Ah, ne, komm. Ich glaube, vergessen die KSR wieder anzustellen, denn die hätten wir jetzt mitschießen müssen. Aber egal. Irgendwo ist er schon offen, Structure Exposed. Das ist halt die Kacke, wenn man, beziehungsweise blöde an dem Mac jetzt so, also ich hätte vielleicht doch lieber auch mit Sprungdüsen ausrüsten sollen, dass er so ist quasi wie ein Grasshopper. Weil sein Nachteil ist halt, wenn der einmal da drin ist, kommt er nirgendwo mehr hin. So, wen nehmen wir? Die Zikade oder den Wolverine? Der Wolverine ist gefährlicher von den Waffen als die Zikade, aber die Zikade hält natürlich weniger aus. Ja, er hat keine Bewaffnung mehr, wobei er kann halt noch einmal in Nahkampf. Okay, also wir müssen ihn auf jeden Fall wegmachen, damit ich nicht so einen Nahkampfangriff noch abkriege. Und eigentlich dann eher auf den Wolverine, der ist hier nämlich auch schon offen. Ja. Also, ich gehe mal mit dem Marauder nach vorne. Ja, da bin ich natürlich genau nicht in Sichtweite. Und da ist er jetzt im Weg, Alter. Da kriege ich es vom Winkel nicht hin. Tja, was machen? Hier passt, wie gesagt, der Winkel nicht, dass ich sekundär ihn noch mitkriegen würde. Gehen wir darüber, machen wir es so. Das ist ziemlicher Overkill jetzt, aber ist egal. Ja, toll. Das ist immer ein bisschen albern, wenn der allererste oder die erste von den ganzen geschossenen Waffen das dann schon killt. Dann denkst du immer so, ja geil, hätte ich ja ihn noch halb mit wegmachen können. Ja, aber naja. So, den Rifleman schicken wir mal einmal in den Nahkampf, weil Hitze können wir zwar auch anders abbauen jetzt, aber ist egal, machen wir mal so. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dem linken Torso sind hier KSR6. Ja, Mist, das ist wieder der den Beschuss nicht aufteilen kann. Ich hätte mich gerne die AK da oder hier hingeschossen. Das wird übel mit den Türmen. Da werde ich jetzt ordentlich auf die Schnauze kriegen, denn die können alle schießen und ich kriege die jetzt nicht weg. Ah, ist dann jetzt halt gerade mal so. Highlander ist zwar noch dran, der kann vielleicht einen wegmachen. Aber ich glaube fast nicht. Kein direktes Schussfeld auf den... Doch, hier. Schießen wir die LSR mal sekundär dahin.
Sehr schön, dass wir den weggekriegt haben. Hätte ich nämlich nicht gedacht. Ich glaube, das ist der zweite Turm, der Sensor gelockt hat. Das heißt, habe ich nochmal echt Glück gehabt, weil wenn die alle geschossen hätten, dann ist nämlich ein LSR-Turm, meine ich, dabei gewesen. Ne, da ist der. Ne, Laser-Turret und Shredder-Turret, okay. Wäre das nämlich einiges gewesen. Der hat halt durch den einen Sensor-Lock schon die Evasion-Marker weg. Das ist jetzt neue Runde, deswegen dürfen die Kleinen alle wieder ziehen. Tja, was machen wir? Die Zikade ist eigentlich Futter jetzt, er aber auch. Nur erstmal hier. Also entweder ich krieg die jetzt beide weg und bleib außer Reichweite, oder ich gehe nach vorne und mach die Türme mal kaputt. Na, der kann wieder nicht aufteilen. Kommen aber nicht alle Waffen hin. Hierhin schon. Okay. Okay, also wir haben das jetzt gescoutet und haben jetzt quasi festgestellt, und die haben gesagt, ja, das ist ja hier super verteidigt, besser als irgendeine Frontline-Militärbasis. Und dann haben wir gemerkt, ach, da sind ja jetzt hier Point-Defense-Türme und die sind ja voll krass, ja, ach, okay. Dem Rifleman auch noch komplett drauf, vielleicht kriege ich den Turm hier mal weg. Ja, sehr schön. Dann kann der Highlander nämlich jetzt die Zikade fertig machen und sekundär die LSR wieder woanders hinschießen. Oh, schon ordentlich Hitze jetzt. Und hier haben wir natürlich jetzt kein Cooling Band drin. Ich glaube, dann schießen wir gar nicht sekundär, sondern wir schießen nur hier drauf, lassen die LSR weg. KSR nicht, weil das Ding schon offen ist. Nehmen wir zwei Medium Laser raus, das ist eh viel zu viel. Nehmen wir den Large hier auch noch raus. Ja, geil. Wieder die Nummer. Hätte ein einziger gereicht. Naja. Aber so sind wir sicher. In der Runde wäre nämlich keiner mehr dran gewesen. In der nächsten Runde wäre der auf jeden Fall wieder vor mir dran gewesen. So, haben wir jetzt halt nur noch einen Mech, der ist jetzt zuerst dran und dann die Türme ganz hinten. So heißt, ich kann jetzt auf jeden Fall auch noch weiter auf die Türme erst gehen. Ja, mache ich auch, dann baut er jetzt ein bisschen hin. Ach ne, der muss ja nicht Hitze abbauen. Okay, dann mache ich das nicht. Können wir nachher den Coolant Vent wieder anschmeißen und machen so. Einmal Kühlung. Sehr schön. Tja, der Rifleman schicke ich auf den Turm. Wenn man jetzt sekundär die LSR nehmen würde, weiß ich nicht, ob das reicht. Ja gut, jetzt hat er eh schon geschossen. Probieren es mal. Wir schießen da die LSR. Okay, LSR und ein Laser hin. Und die beiden, ah ne, die haben wenig Trefferchance. Nehmen wir die beiden. Machen wir mal so. Vielleicht reichen die beiden Waffen auf den Turm, wenn nicht, ist nicht so schlimm. Okay, auch wieder die erste hätte direkt gereicht.
Deshalb nicht so schlimm, weil die in Initiative schon 1 sind. Das heißt, in der nächsten Runde wäre ich eh vor dem Turm dran gewesen. Ich hätte auch mit so einem kleineren Mech den fertig machen können. Er rutscht jetzt in die Initiative der mittleren Mechs, aber ist immer noch vor mir dran, weil ich halt keinen mittleren habe. Ja, an sich wäre er in 2 gewesen, jetzt ist er halt in 3. Aber der kann sowieso nichts mehr machen, den machen wir jetzt kaputt. Machen wir mal so. Ach scheiße, ich dachte, ich könnte ihn jetzt im Nahkampf wegmachen. Wer hat denn hier am wenigsten Hitze, der Marauder? Kaputt. Okay, wir haben auf jeden Fall alles hier. Okay, da kommt Verstärkung. Ich wollte gerade sagen, wir haben alles fertig gemacht. Aber jetzt kommen natürlich Verstärkungen an. Macht aber nichts. Wir nehmen das Ding jetzt hier trotzdem mal ein. Tonnen. Okay, und Fahrzeuge. 80 Tonnen könnte Schreck sein oder halt Demolisher. Könnte auch noch was anderes sein, aber Dragon ist nicht der stärkste Mech. Ich glaube, der LSR Carrier hat auch 80 Tonnen. Er hat halt gerade auch wieder Schadensreduktion, was ein bisschen schade ist, weil wir eigentlich ganz gut getroffen haben. Demolisher. 2 AK-20, also der muss weg. Der hat aber halt Fettpanzerung. Okay, ich komme hier eh nur zum Indirektschießen mit dem. Dann fangen wir hier schon mal an. Der Demolisher-Panzer darf sich zum Glück auch erst hinten in der 1, meine ich, bewegen, weil er halt ein Assault ist, also die schwerste Gewichtsklasse. Erstmal Kühlung. Tja, und das ist das, was ich meine. Das ist dem halt erstmal relativ egal. Komisch, dass ich den seitlich getroffen habe. War das die LSR oder was? Vorhin. Es reicht nicht. Jawohl. Sehr schön. Haben wir uns im Prinzip nämlich dann jetzt 2 AK-20 gespart. Striker direkt vernichten oder auf den Dragon gehen? Oder auf den Dragon. Gegen Fahrzeuge macht man wohl extra Schaden, also mehr als das, was hier steht. Ja, war auch über 100 irgendwas. So, dass hier gegen, also solche leichteren Fahrzeuge ist eigentlich immer direkt kaputt. Also, das ist kein Problem. Sofern man den trifft, ne? Und
entsprechende Gewichtsklasse hat, weil wenn das ein kleiner Mech macht, dann kriegt man den nicht unbedingt. Bin ich da schon im Rücken oder heile ich einen weiter? Ne, ich glaube, der schießt ihm in den Rücken. Ja, perfekt. Der hat eigentlich in der Front schon so viel Schaden genommen, dass das wahrscheinlich jetzt eher Quatsch war, also eher gut für den. Ja, der war nämlich vorne schon offen, also hätte ich einfach von vorne schießen sollen. Aber gut, jetzt ist er eh platt. Da kommt unser Dropship, denn eingenommen haben wir das Ding schon. Also die Verstärkung war jetzt nicht so der Knaller. Ich meine, klar, der Demolisher, wenn der mal geschossen hätte, hätte ein Problem sein können, aber sonst. So, aha. Okay. Okay, die freuen sich jetzt in dem Holo-Ding so und ne, wollen halt immer Kohle machen, sagen direkt, ja, komm hier, war ja alles nicht so gemeint, lass Kumpels sein hier, wir können das direkt übertragen, kein Problem. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir wirklich noch im Anschluss diesen Auftrag jetzt haben, wo wir gegen den Typen kämpfen oder auch nicht. Brauche ich alles, wir gucken erstmal nach Waffen. Die nehmen wir, auch wenn sie eigentlich nicht so geil ist, weil das Stability Damage ist so. Ist zwar geil, aber das lohnt sich erst, wenn du davon mehrere hast, die das machen. Okay, dann nehmen wir das und das Victor-Teil hier. Haben wir noch Dragon-Teil gekriegt, eine AK-20 ist da in Ordnung. Da steht es auch. Fahrzeuge bekommen extra Schaden durch Nahkampfattacken. Ist hier so, ist in dem Brettspiel, glaube ich, nicht. Okay, geil, geht doch noch direkt weiter. Okay, wir kriegen eine Message. Ah, okay, sollte der nicht auf Solaris 7 sein, weil offensichtlich ist er ja schon hier. Bogdan Taps. Hey, Commander, shit for brains. Er hat das alles gesehen, okay. Oh, und er fragt mich, na, bist du dir sicher, dass du die zerstörerische Kraft des Steel Beast handeln kannst? Oh Gott. Okay, ja, auf jeden Fall fordert er uns jetzt raus. Er möchte ein Duell bis zum Tod. Und jetzt sagen, geil, wir sagen als Reaktion zu ihm so, Alter, willst du mich verarschen? Also sprichst du wirklich so? Ist natürlich geil, ein bisschen verhöhnen. Okay, ja, und er, ja, ah, okay, und von sich in einer dritten Person reden auch immer geil. Okay, Weltergewichtsstämpchen, ja dann. Er hat nur eine Crab? My Crab against your best Medium Mech. Oh, ich glaube, wir haben gar nicht mehr wirklich Medium Mechs. Außer dem Phoenix Hawk gerade. Puh, interessant. Also, da gibt es natürlich bessere mittlere Mechs als jetzt den Phoenix Hawk, wenn ich mich für einen entscheiden müsste. Aber ich glaube, die haben wir alle nicht ready. Okay, ich darf jetzt sogar entscheiden. Also Yang sagt sowieso, ey, komm, wir schmeißen ihm ja wohl direkt die ganze Lanze an den Kopf. Deswegen jetzt kann ich entscheiden. Ich kann tatsächlich einen einzelnen 50-Tonnen-Mech da hinschicken und diese Challenge annehmen. Und sage, nein, nein, wir machen das hier fair, einer gegen einen und so. Oder ich kann sagen, jo, allerdings, wenn der meint, er könnte vielleicht bescheißen, dann sind wir auf jeden Fall vorbereitet. Also ich sag mal, ehrenvoller wäre es ja wahrscheinlich, das hier zu machen. Und ich würde echt gerne sehen, wie der Phoenix Hawk gegen die Crab ist, also wirklich so im 1 gegen 1. Weil das könnte echt spannend sein. Die Crab ist natürlich besser bewaffnet, auch besser gepanzert, meine ich, kann aber nicht springen.
Und ist nicht ganz so schnell wie der Phoenix Hawk. Außerdem ist ein Phoenix Hawk voll geil. Eigentlich müsste man ja aber als verruchter Söldner das hier machen. Ja, machen wir auch. Arschlecken. Na, schade. Jetzt haben sie, er hat sie halt gesagt, ja, aber was ist denn, wenn er jetzt wirklich hier fair spielt? Und dann meinte der Typ so, ja, Pech, wenn er darauf nicht vorbereitet ist, dann hat er es halt verdient. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich würde jetzt am liebsten 1 gegen 1 mit den beiden Mechs kämpfen und nur wenn der jetzt wirklich cheaten würde, dann mit den anderen mit draufgehen oder so. Deswegen nehmen wir auf jeden Fall den Phoenix Hawk, wo ist er denn? Da, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber wir tauschen mal zur Sicherheit vielleicht hiervon was auf. Wir nehmen mal den Victor statt dem Rifleman. Die beiden anderen lassen wir so. Und gucken einfach mal, wie das wird. So, und da der uns selbst herausgefordert hat, werden wir auch in den Phoenix Hawk gehen, natürlich. Wahrscheinlich ist das alles völlig egal und ich denke mir das hier gerade nur so schön und die Mission sieht das eh alles ganz anders vor. Aber ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich schicke wirklich nur einen Mech dahin, dass ich dann alleine gegen eine ganze Lanze gewesen wäre oder sowas. Aber es ist mir ein bisschen zu riskant. Also ich weiß nicht. Hier, er sagt nämlich hier, der Darius jetzt auch, ja, also ich würde ja darauf wetten, dass der da auf jeden Fall Freunde mitbringt, genauso wie wir. Und deswegen. Vielleicht haben sie es auch so gescriptet bei der Mission, hätte ich jetzt das eine gemacht, dann wäre er tatsächlich alleine. Und jetzt sagt er mir bestimmt gleich so, wie, Alter, du willst mich hier verarschen und bescheißen, dann mache ich das auch oder so. Okay, er sagt, wir sind jetzt halt ein Lügner und ein Betrüger. Okay, er hier, der Kommandant da, der beleidigt den jetzt noch ein bisschen. Hat er jetzt echt nur den einen Mac da? Auch wenn es so eigentlich nicht gedacht ist, aber wir werden jetzt erstmal nur mit dem Phoenix Hawk spielen und die anderen hier hinten stehen lassen. Jetzt ist er echt alleine. Toll, und jetzt stehen wir wie solche Lappen hier. Das ist natürlich schon ein bisschen blöd. Wie gesagt, die spielen alle nicht mit. Ich mache das jetzt nur mit dem Phoenix Hawk. Was mit ihm los? Ah, okay, da sind seine Verstärkungen. Was macht der denn? Wahrscheinlich geht er jetzt nicht auf den Phoenix Hawk, weil er sich an dieser Lanze da hinten orientiert. Okay, Armmod, auch irgendwas mit Claw, also der ist wahrscheinlich voll auf Nahkampf. Ja, Mann, jetzt brauche ich das voll. Ich hätte das echt lieber andersrum gemacht. Jetzt geht er hier auf den Phoenix Hawk, okay. AK5, verbesserte Flamer und verbesserte Medium Laser hat er.
da war ein Nahkampfangriff. Ist natürlich geil mit den Flamern, dass der die noch mitschießen kann. Eigentlich lohnt sich das gar nicht, auf den Rücken zu gehen. Da bin ich jetzt eigentlich so unterlegen. Also wenn ich die Sprungfähigkeit von dem Phoenix Hawk nicht einsetze, bin ich da ganz klar unterlegen in dem Duell. Aber das läuft ja eh nicht richtig, weil der Typ da hinten auch schon drauf geschossen hat. Krass, wie weit der kommt. Okay, und da ist noch einer. Also es kann natürlich auch sein, 60, 65 Tonnen, dass das dann so abgelaufen wäre, dass wenn ich hier echt mit nur einem Mech angekommen wäre, dass der dann nach und nach hier seine Leute dazu geholt hätte. Ja, da ist noch einer. Zwei Katapult. Standardjägermech. Werde ich jetzt umschwenken, erst auf den gehen, weil der kaum was an Panzerung hat. Und die sind auch alle wieder nicht richtig aufgepanzert, bis auf den Anführer da. Jetzt habe ich schön auf jeden Mech einmal geschossen. Ist ja vielleicht auch irgendwo ehrenhaft, so jeder sucht sich seinen einen Gegner raus, wobei das in jedem Fall unfair wäre für die. Weil ich meine, Victor gegen Jägermech ist albern, Marauder gegen den K2 vielleicht noch am ehesten hier. So, Marauder war gegen den K2, ne? Bleiben wir auch dabei.
Er hält sich nicht dran, geht mit dem zweiten Mac auf den, das ist aber nicht ehrenhaft. Alles ab, aber Ding ist noch nicht kaputt. Linker, rechter Torso, ein Bein weg. Ich bleibe hier bei meinen Ehrenduellen 1 gegen 1. Ist wie der schwarze Ritter von Monty Python, so, ach, so eine Fleischwunde, nichts mehr dran, aber er gibt nicht auf, so, hier, kriegt er Schlag zurück, bäm, oder sogar einen Tritt. Also zwei haben ihr Ehrenduell fertig, jetzt fehlt noch der Phoenix Hawk und der Marauder. Schade, nichts passiert. Mit dem Schlag das Bein abgehauen, geil. Beziehungsweise so beschädigt, dass es halt als zerstört gilt. Ja, die beiden machen nichts, weil die haben ihr Duell ja fertig. So durch. Das ist natürlich auch albern, wenn er einfach jetzt immer die ganze Zeit stehen bleibt. Noch nicht durch. Machen wir jetzt nochmal das Gleiche. Ist natürlich relativ unspannend so. Schade, also das nochmal ein anderes und dann wirklich nur hier dieses Duell, das wäre ganz cool gewesen. Natürlich rafft die KI hier gerade so überhaupt nicht, was ich von der will.
Der linke Bein kaputt, also super Beute, Mac. Ist nämlich nicht zerstört, sondern also schon zerstört, aber nicht vernichtet durch Center kaputt. Hätten wir dann mal einen K2-Katapult. Oh, jetzt macht er hier die Rear Attack. Machen wir das jetzt auch nochmal in dem Moment. Nicht, dass ich falsch laufe. Müsste beides gehen. Gehe ich mal nach hier. Da wäre das beste Feld gewesen. Ja, zählt aber auch als Rear. Center ist eigentlich fast zerstört. Also ein Hit im Center und er ist weg. Ja. So, das war doch wohl ehrenhaft. Also immer nur einer gegen einen, auch wenn ich die viel fetteren Max hatte. Wobei hier hatte er ja sogar den besseren. Naja, trotzdem wirklich ehrenhaft war das jetzt hier alles nicht. Aber pff, wir haben unseren Auftrag erfüllt. Kohle kriegen wir nicht viel. Ruf haben wir natürlich hier gut plus gekriegt. Ja, alles beschädigt ist nicht so schlimm. Keiner verletzt, das ist gut. So, und drei Plätze für Beute. Gut, wir werden eh so gut ziemlich alles hier kriegen. Aber jetzt haben wir einen normalen Standardjäger nicht fertig. Das ist geil. Katapult leider erst zwei von drei Teilen. Quickdraw haben wir fertig. Und ja, wie ich mir gedacht habe, ne, weil bei 3,12 ja, kriegen wir eh alles an Loot, weil nicht viel mehr war. Wäre vielleicht noch cool gewesen, diese besondere Crab da zu kriegen. Aber gucken wir mal jetzt diese Missionsnachbesprechung. Quickdraw, ja, schon klar, aber Jägermech, geil. Ja. Genau, nicht viel Protection und nicht viel Close Range Weapons, aber wenn man Distant und ja, aus dem Trouble raushält, ist er halt geil, weil halt hier Long Range Autokanonen Fire Support. So, wie ihr seht, muss hier einiges an Mechs repariert werden. Den Quickdraw brauche ich nicht, der kommt in Storage. Den Jägermech brauche ich eigentlich auch nicht, aber den finde ich ganz cool. Vielleicht nehme ich den mit und schmeiße irgendwas anderes raus. Ich glaube, dass das Katapult feuerunterstützungsmäßig etwas besser ist mit den ganzen LSR als der Jägermech, weil man den einfach schön auch hinter einen Berg stellen kann oder so. Und wir haben ja hier auch noch den anderen Jägermech, auch mit den LSR. Also eigentlich ist das hier genau der Kompromiss aus den beiden Mechs. Aber trotzdem finde ich das mit den ganzen Autokanonen nicht schlecht. Frage wäre nur, was wir dafür rausschmeißen. Ja, den vielleicht tatsächlich am ehesten den Rifleman. Aber der ist eigentlich ganz cool. Tja, hier haben wir noch den Archer, Warhammer. Der Warhammer ist eh so ähnlich wie der Rifleman und der eine, dieser Marauder auch. Okay, also auch wenn der Rifleman ziemlich geil ist, ihr habt ihn jetzt ja auch in Aktion gesehen, packen wir den mal in Storage. Dann können wir den einen Jäger mich nämlich mal fertig machen. So, very impressive. Okay, der Tod von seinem Neffen ist gerecht, alles klar. Wir fanden das natürlich auch toll. Okay, er muss weg nach Tarkat, irgendwelche Familiengeschäfte machen. Ah, okay, weil er sich da um die Geschäfte kümmern muss. Alles klar, ja, komm dann. Tschüss. Also, der fand das auf jeden Fall natürlich geil. Das heißt, wahrscheinlich haben wir jetzt ruftechnisch bei denen was gut. Oder vielleicht kriegen wir noch eine geile Folgemission dann oder so. Okay, also sie hat jetzt gefragt, ja, und was machen wir jetzt? Und Young sagt, ja, ich gucke mir gerade so die ganzen Beute an, die das Team aufgesammelt hat. Tubbs mag zwar ein Idiot gewesen sein, also der andere Mech Warrior, aber sein Mech war schon was ganz Besonderes, also hier Thing of Beauty. Und Good News, jetzt ist er unseres. Ah, wer hätte das gedacht? Okay, jetzt haben wir den Big Steel Claw. Ja, geil. Okay, wenn das nicht zum Feiern ist, ja, okay, jetzt, deswegen gibt es jetzt ein bisschen hier Quilla Fizz. Das ist irgendwie so ein, oh Gott, seht ihr ja, was das da ist. Okay, Fruit Flavor. Okay, schön. Ah, nee, vielleicht später. Er sagt, wir müssen erstmal wieder zur Arbeit. Oh ja, wir müssen erstmal wieder zur Arbeit, denn da gibt es ja noch so viele Contracts für uns, die wir irgendwie annehmen müssen. Ja, ist klar. Haben wir ja gesehen, was auf dem Planeten ist. Aber guck mal hier, das ist ja geil. Das ist jetzt echt Big Steel Claw, also BSC 20 statt irgendwas mit Crap oder so.
Das finde ich ja ziemlich geil. Und auch der Text da ist angepasst. Das ist ja echt cool. Das ist ja geil. Also den müssen wir auf jeden Fall irgendwann mal einsetzen. Wir haben auch noch so ein paar. Okay, wir haben hier Teile für den Penta gekriegt, wofür auch immer. Leckmord ist okay und wir haben hier etwas verbesserte Waffe gekriegt. Nicht der Knaller, aber immerhin in Ordnung. Nochmal Ruf gekriegt bei denen, auch nicht schlecht. Und ich sind wir jetzt hier schon irgendwie auf, ich weiß nicht, was für eine Stufe das hier ist. Steht das da? Friendly, ja, okay. Ja, geil. Ein Franken nicht. Ja, sehr geil. Zumal eine Crab hat überhaupt gar keine Ballistikaufhängung. Diese hier aber schon. Sehr, sehr cool. Ja, was schmeiße ich denn jetzt dafür raus, ist die Frage. Das Katapult vielleicht auch noch. Haben wir jetzt eher hier auf Jägermech und so. Aber ein Katapult ist eigentlich geil. Oder wir lösen jetzt endlich mal den Assassin ab. Ja, ich glaube, das machen wir. Wir lösen den Assassin ab. Crab ist auch schnell. Und dann gucken wir uns den mal an. Kommt der auch schon bewaffnet oder müssen wir ihn jetzt auch ausstatten? Wo ist das Ding denn? Da. Mit Ausrufezeichen dran. Okay, eine Tonne unter. Eine AK-5 mit Extraschaden ist drin. Eine Tonne Munition nur. Zwei verbesserte Medium-Laser und zwei doppelt verbesserte Flamer. Eigentlich ziemlich geil. Maximal hitzeeffizient. Ah, er hat auch hier diesen Exchanger drin. Okay. Heatsink. Also man könnte jetzt sogar tatsächlich bei dieser Hitzeeffizienz noch eine Energiewaffe reinpacken. Vor allem, wir haben ja hier selber auch noch so geile Medium-Laser, die verbessert sind. Leider nichts mit extra Schaden, nur mit extra Treffergenauigkeit und hier mit extra Crit noch. Zack, sollte man eigentlich machen, wenn man jetzt noch etwas mehr Firepower hat. Wobei man natürlich auch drüber nachdenken könnte, hier einfach mehr Panzerung reinzupacken. Also auf den Beinen hat er ja quasi gar nichts, ist aber hier oben super gepanzert. Hinten auch, okay. Oder eine zweite Tonne AK-Munition. Nee, der ist halt wahrscheinlich so auf Solaris ausgelegt. Kurze Kämpfe, volle Power, da muss man nicht ewig viel Munition mitnehmen. Wir packen mal hier den Laser noch mit rein. Komisch eigentlich, dass wir den kriegen, dass der eine Tonne unter ist. Steht hier irgendwie, wie der eigentlich sonst ist. Ah, der Armmod. Der hat eigentlich noch einen Armmod. Okay, haben wir sowas? Ja klar, haben wir auch. Dann machen wir das anders. Schmeißen wir den wieder raus. Aber der Armmod wiegt gar nichts. Ah, doch, der aber. Okay, dann kriegt. Ach nee, der hat ja den Armmod da drin. Also Exchanger Heatsink, das ist alles drin. Der hat doch alles. Warum ist er eine Tonne drunter? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Also packen wir doch wieder den Laser rein, weil Hitze geht trotzdem klar. Packen wir auch hier diesen geilen Laser rein, das ist ja ein ganz besonderer Mech. Also sowas ist geil, dass man solche besonderen Mechs irgendwie bekommen kann. Das wusste ich nämlich gar nicht durch. Also einen Hatchetman wusste ich halt durch den Flashpoint, aber das ist ja auch eigentlich ein regulärer Mech, wenn man so will. Aber dass man hier sowas kriegt, also so ein Dings umgebauten, weiß ich nicht, das finde ich natürlich schon richtig geil. Naja. Ja, wir werden auf jeden Fall mal hier alles reparieren und ich weiß nicht so recht, ob ich hier wirklich diese Aufträge auf dem Planeten noch durchziehen soll. Müsste ich eigentlich machen, weil ich hatte ja mal im letzten Video, glaube ich, gesagt, das ist kein wirklicher Zeitverlust. Also die Zeit schreitet ja nicht voran bei den Aufträgen, so dass ich jetzt, wenn ich die einfach hier liegen lasse und ich fliege jetzt zum nächsten Planeten, dann schreitet die Zeit voran und wir haben hier einiges nicht gemacht. Natürlich ist das hier alles voll wenig ruftechnisch und so. Aber trotzdem könnte man es machen. Und wenn es nur für die EP ist, für die zweite Wahl MechWarrior, sag ich mal, ist aber natürlich trotzdem ziemlich madig, weil ich meine, da werde ich nur ziemlich leichte Gegner haben, also keine lohnende Beute, wahrscheinlich auch keine lohnenden Waffen. Und wenn ich Kohle auf Maximum stelle, ja, ist auch nicht so der Knaller. Also was soll ich damit? 484.000. Wir haben ganz gut Geld, aber ich weiß nicht. Also ich muss mir das mal noch überlegen. Ich denke, wir werden das trotzdem machen. Mal kurz gucken, hier gibt es ein Banshee-Teil, ist aber die Standard. Könnte ich trotzdem noch ein Teil kaufen, hätte ich noch eine vollständige Banshee, haben wir jetzt schon eine da in Reserve. Diese Mechs haben wir alle schon, auch in Varianten.
besondere Waffen gibt es auch nicht. Nur LBX-Munition, aber noch keine LBX-AK irgendwie. Okay, also nichts Besonderes, keine besondere Ausrüstung. Wir gucken mal, ob es einen besonderen Piloten oder sowas gibt. Nö, Milkknife. Guck mal hier den Kühlschrank als Pilot. Naja, ja, okay, also irgendwie nichts Besonderes. Das heißt, da muss ich auch niemanden anheuern. Mac-technisch ist alles jetzt auf Reparatur gestellt. Das ist ganz cool. Da unten mit diesem roten Schein, das sieht geil aus. Wäre eigentlich sogar cool, wenn das als Malschema mit dran wäre. Die beiden Jägermech und der Marauder müssen noch ausgerüstet werden. Und da muss man hier natürlich die Tasks ein bisschen verstellen, weil hier die dauern alle nur einen Tag und er halt vier, der Viktor. Das heißt, der rutscht natürlich mal nach unten. Weil das würde nämlich jetzt heißen, wenn man dann zu einem anderen Planeten fliegt, dann hat man hier, weiß ich nicht, 8 Mechs oder so direkt alle fertig nach 8 Tagen. Man fliegt meistens 16, 19 Tage irgendwie, wenn man nur so einen einfachen Sprung macht. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mechs kriegt man da auf jeden Fall fertig. Vielleicht 8, vielleicht den Victor und unten noch. Aber ich sage ja, wahrscheinlich werde ich tatsächlich diese Contracts hier noch runterspringen, weil es einfach keinen Unterschied macht, ob man sie macht oder nicht. Vielleicht hat man ja Glück und man hat zum Beispiel hier gegen Liao irgendeinen besonderen Mech. Es gibt nämlich in diesem Spiel zum Beispiel auch noch den Raven, der mit dem Urban Warfare Update gekommen ist. Der hat auch so ein besonderes Sensor-Ding irgendwie eingebaut. Habe ich noch nicht in Aktion gesehen. Ich habe den Raven auch hier noch gar nicht in Aktion gesehen bisher. Deswegen den hätte ich ganz gerne mal. Außerdem sieht er cool aus. Aber gut. Ich werde das, glaube ich, mal auf jeden Fall dann offline machen und dann als nächstes vielleicht hier hinspringen oder so, weil die Schwierigkeit etwas höher ist, etwas angemessener. Wobei wir könnten inzwischen eigentlich auch schon so Vierer-Missionen machen eher. Hier wäre der nächste Flashpoint, der ist auch noch lang genug. Das heißt, eigentlich wäre es sogar vielleicht schlau, diesen Travel Contract hier anzunehmen. Dann wäre man nämlich hier alles fertig machen und dann weiter zu diesem Flashpoint. Hier ist noch einer. Oh, cool. Ganz weit außerhalb, vor allem Draconis-Kombinat, aber so weit im Süden. Wobei der Spacko da, das ist nämlich der uns verarschen wollte. Also eigentlich war das der ursprüngliche Auftraggeber und sein Untergebener wollte uns dann verarschen. Aber trotzdem, das ist natürlich ein Penner. Aber das hier sieht spannend aus, so ganz quasi am Rand des bekannten besiedelten Raums und dann mit so einem Raumschiff. Müsste man mal gucken. Das ist noch okay. Die ganze Zeit da. Also hier steht nichts davon, dass das irgendwie mal expired, also ausläuft oder so. Sonst hätte ich nämlich gesagt, könnte man eventuell das Ding hier zuerst machen und dann runter und den nächsten auch noch direkt mitnehmen. Aber gucken wir mal, würde ich sagen. Hier, Prototype. Okay. Also, wir gucken auf jeden Fall mal. Ich werde die Mission fertig spielen, werde dann so oder so hier hin mit diesem nächsten Travel Contract gehen und dann schaue ich einfach mal weiter. Und ich weiß nicht, ob ich dann ins nächste Video den nächsten Flashpoint packe oder ob wir irgendwas anderes Spannendes zu sehen kriegen. Muss ich mal gucken. Weiß ich jetzt noch nicht. Ich würde sagen, für heute war es das auf jeden Fall erstmal wieder. Ich sag wie ungefähr jedes Mal, na, raus aus der Karte, sage ich halt danke fürs Zusehen. Nochmal hier speichern. Ihr seht das, na? Iron Man, ich kann, wenn ich rausgehe, nur hier auf Speichern klicken und mehr nicht. Also, ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Und ja, tschüss.